Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden uns jetzt mit dem Thema blaues Wachstum und Seevölkerrecht auseinandersetzen. Und zwar hier nochmal ein kleiner Überblick, wo wir uns gerade befinden. Das heißt, wir haben uns über die Seegebiete innerhalb nationaler Jurisdiktion hinaus bewegt. Das heißt, über die inneren Gewässer, über das Küstenmeer, den sogenannten Hoheitsgewässern und der ausschließlichen Wirtschaftszone in den Bereich der Hohen See. Beziehungsweise, wenn wir halt eben auf dem Meeresboden uns bewegen, vom Festlandsockel haben wir uns sozusagen getrennt und befinden uns jetzt im Gebiet, dem sogenannten Tiefseeboden. Die Definition der Hohen See finden wir in Artikel 86 des UN-Seerechtsübereinkommens. Dort heißt es, dieser Teil gilt für alle Teile des Meeres, die nicht zur ausschließlichen Wirtschaftszone, zum Küstenmeer oder zu den inneren Gewässern eines Staates oder zu den Archipelgewässern eines Archipelstaats gehören. Das heißt mit anderen Worten, wir haben hier eine Negativdefinition, das heißt alles das, was eben nicht eben innere Gewässer, Küstenmeer oder ausschließlich Wirtschaftszone ist, ist eben hohe See. Das heißt, diese Definition ist deshalb notwendig, weil es halt eben Staaten gibt, die beispielsweise keine ausschließliche Wirtschaftszone ausgewiesen haben, sodass wir beispielsweise direkt im Anschluss an das Küstenmeer eben bereits die hohe See haben. Wenn wir uns den Rechtsstatus der Hohen See einmal anschauen, dann sprechen wir hier von der sogenannten Res Communis. Das heißt, Artikel 89 des UN-Seerechtsübereinkommens sagt dazu, kein Staat darf den Anspruch erheben, irgendeinen Teil der Hohen See seiner Souveränität zu unterstellen. Das heißt, jetzt vereinfacht gesprochen, wir haben halt keine Möglichkeit, hier Eigentumsansprüche im Bereich der Hohen See anzumelden. Das heißt, wir bewegen uns jenseits nationaler Jurisdiktion. Lang tradiert haben wir die Freiheiten der Hohen See. Die ältesten Freiheiten sind älter als 400 Jahre. Hugo Grotius, einer der Begründer sozusagen des Mare Liberum mit seinem Traktat von 1609, hat letztendlich die Freiheitsrechte der Hohen See erstmalig aufgeworfen. Nun haben wir in Artikel 87 Absatz 1 des UN-Seerechtsübereinkommens eine darüber hinausgehende Definition der Freiheit der Hohen See. Das heißt, dort finden wir neben der traditionellen Freiheit, nämlich der Schifffahrt, das ist die älteste Variante sozusagen, eben auch weitere Freiheitsrechte, beispielsweise des Überflugs, aber auch das Legen von unterseeischen Kabeln und Rohrleitungen, auch das Errichten von künstlichen Inseln und anderen nach dem Völkerrecht zulässigen Anlagen, Fischerei, aber eben auch wissenschaftlicher Forschung. Diese Freiheitsrechte gelten sowohl für Küsten, aber auch für Binnenstaaten gleichermaßen. Das sei an dieser Stelle schon einmal gesagt. Schauen wir nun in den Bereich des Gebietes. In Artikel 1 Absatz 1 des UN-Seerechtsübereinkommens heißt es, im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet Gebiet den Meeresboden und den Meeresuntergrund jenseits der Grenzen des Bereichs nationaler Hoheitsbefugnisse. Das heißt, wir bewegen uns in den meisten Fällen jedenfalls unterhalb sozusagen der Hohen See. Wir unterscheiden die Hohe See als quasi die Wassersäule und die Meeresoberfläche von dem Gebiet, dem Tiefseeboden, das heißt also dem Meeresboden und dem Meeresuntergrund. Warum diese Unterscheidung notwendig ist, wird sich im Weiteren gleich zeigen und wird sich vor allen Dingen auch bei den Konsequenzen, auch wenn wir über den Bereich des Rechts des geistigen Eigentums sprechen, dann auch noch mal deutlicher zeigen. Der Rechtsstatus des Gebietes ist in Artikel 137 Absatz 1 des UN-Seerechtsübereinkommens geregelt. Dort heißt es,
Kein Staat darf über einen Teil des Gebiets oder seiner Ressourcen Souveränität oder souveräne Rechte beanspruchen oder ausüben. Ebenso wenig darf sich ein Staat oder eine natürliche oder juristische Person einen Teil des Gebiets oder seiner Ressourcen aneignen. Weder eine solche Beanspruchung oder Ausübung von Souveränität oder souveränen Rechten noch eine solche Aneignung wird anerkannt. Auch hier nochmal die Bedeutung, wir befinden uns jenseits nationaler Jurisdiktion. Auch hier haben wir die Situation, dass also keine Souveränität letztendlich in diesem Bereich einem Staat zusteht. Aber das ist eine Besonderheit. Auch hier werden nochmal explizit natürliche und juristische Personen genannt. Dieses hat natürlich einen Hintergrund, denn dieser Teil des UN-Seerechtsübereinkommens wurde sehr mühsam verhandelt. Es ging vor allen Dingen auch um kommerzielle Interessen, auch um potenzielle Aktivitäten von natürlichen Personen, das heißt Individuen, oder halt eben von juristischen Personen, beispielsweise eben Unternehmen, die sich wirtschaftlich, heißt kommerziell, im Bereich des Gebietes betätigen wollen. Was darunter zu verstehen ist, werden wir gleich noch im Folgenden auch kennenlernen. Zum anderen wurden die Ressourcen explizit erwähnt und die Ressourcen sind in Artikel 133 des UN-Seerechtsübereinkommens für den Bereich des Gebietes nochmal besonders definiert. Dort heißt es, im Sinne dieses Teils bedeutet Ressourcen alle festen, flüssigen oder gasförmigen mineralischen Ressourcen in situ, die sich im Gebiet auf oder unter dem Meeresboden befinden, einschließlich polymetallischer Knollen. Werden Ressourcen, die aus dem Gebiet gewonnen worden sind, als Mineralien bezeichnet. Diese Definition ist die einzige in Bezug auf die Definition von Ressourcen, so wie sie im Bereich des Gebietes zu verstehen sind. Das heißt, wenn wir später über den Bereich der blauen Biotechnologie im Bereich jenseits nationaler Jurisdiktion sprechen werden, werden wir sehen, dass damit natürlich die genetischen Ressourcen zunächst einmal in der Definition nicht explizit erfasst sind. Das heißt, wir sprechen hier von einer Rechtslücke oder eben von Legal Gap. Wie diese möglicherweise zu füllen ist, beziehungsweise wie hier durch Interpretation und Auslegung denkbarerweise auch Lösungsansätze zu finden sind, werden wir im Laufe dieser Veranstaltung noch weiter ausführen. Was unter mineralischen Ressourcen hier ganz konkret zu verstehen ist, soll hier noch einmal dargestellt werden. Und zwar handelt es sich einmal um polymetallische Knollen, allgemeinhin bekannt auch als Manganknollen, eben aufgrund überwiegenden Anteils vom Mangan. Aber Sie sehen schon, und das ist auch letztendlich das Hauptinteresse derjenigen, die sich an den Abbau solcher Manganknollen heranwagen wollen, sind vor allen Dingen die Wertmetalle, die damit verbunden sind, wie Nickel, Kupfer und Kobalt. Es befinden sich dann in diesen Manganknollen noch weitere Metalle, unter anderem auch Spurenmetalle, dieses nur der Vollständigkeit halber. Darüber hinaus gibt es auch kobaltreiche Eisenmangankrusten und hydrothermale Sulfiderze. Das sind so die drei Typen, sage ich jetzt mal, die im Bereich des Gebietes Hauptaugenmerk sind für einen kommerziellen Tiefseebergbau. Es ist allgemein anerkannt, dass ein systematischer Abbau wohl vor 2025 nicht zu erwarten ist. Nichtsdestotrotz, so weit entfernt ist dieses nicht mehr. Und wir haben inzwischen auch schon einige Aktivitäten, die dann im Zuge des Teils, wenn wir über den Bereich blaues Wachstum und wissenschaftliche Meeresforschung sprechen werden, nochmal näher beleuchten werden. Dann schauen wir uns insbesondere das deutsche Lizenzgebiet auch an. Hier nochmal ein kleiner
Überblick über die Vorkommen von polymetallischen Sulfiden im Bereich des Gebietes, insbesondere in der Nähe von Hydrothermalquellen. Diese Karte ist von der International Seabed Authority herausgegeben und soll letztendlich nochmal einen Überblick geben über diese Vorkommen. Der Generalsekretär der ISA, der Internationalen Seebodenbehörde, hat in 2011 folgendes Statement abgegeben: It is becoming clear that exploitation of marine mineral resources is becoming increasingly likely. And with this increase in activity, the potential impacts on the marine environment need to be addressed. Das heißt, der Umweltschutz spielt gerade in Bezug auf die Erkundung, aber vor allen Dingen natürlich auf den späteren Abbau von mineralischen Ressourcen im Bereich des Gebietes eine große Rolle. Und generell gilt erst einmal Artikel 192 des UN-Seerechtsübereinkommens, der da heißt, die Staaten sind verpflichtet, die Meeresumwelt zu schützen und zu bewahren. Konkretisiert wird dieser Artikel für den Bereich des Gebietes durch Artikel 145 des UN-Seerechtsübereinkommens. Dort heißt es, hinsichtlich der Tätigkeiten im Gebiet werden in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen die notwendigen Maßnahmen ergriffen, um die Meeresumwelt vor schädlichen Auswirkungen, die sich aus diesen Tätigkeiten ergeben können, wirksam zu schützen. Ganz besonders wichtig erscheint mir in diesem Zusammenhang nochmal darauf hinzuweisen, dass das Gebiet einem besonderen Regime unterfällt. Und dieses ist in Artikel 136 noch einmal beschrieben. Dort heißt es, das Gebiet und seine Ressourcen sind das gemeinsame Erbe der Menschheit. Common Heritage of Mankind. Letztendlich unterscheiden wir also hier zur Hohen See, welches ja unter die Res Communis fällt, eben nicht, dass das Gebiet allen gehört, wie beispielsweise die Hohe See, sondern bei dem Bereich des Gebietes handelt es sich eben um eine Meereszone, die quasi unter der Verantwortung aller steht. Das heißt, jeder ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass dieses gemeinsame Erbe für die Menschheit eben erhalten und bewahrt bleibt. Dazu hat die internationale Gemeinschaft eine Institution gegründet, die sogenannte International Seabed Authority. Diese ist 1994 gegründet worden. Angelegt ist diese Gründung allerdings 1982 durch letztendlich die Annahme des UN-Seerechtsübereinkommens und ist dann in den späteren Jahren entsprechend verhandelt worden. Und mit Inkrafttreten des UN-Seerechtsübereinkommens 1994 ist dann eben auch die International Seabed Authority in Kingston, Jamaika, aktiv geworden. Es handelt sich dabei um eine autonome Intergovernmental Organization im Rahmen des UN-Systems und Artikel 157 Absatz 1 des UN-Seerechtsübereinkommens definiert auch nochmal die Aufgabe. Dort heißt es, die Behörde ist die Organisation, durch welche die Vertragsstaaten in Übereinstimmung mit diesem Teil die Tätigkeiten im Gebiet organisieren und überwachen, insbesondere im Hinblick auf die Verwaltung der Ressourcen des Gebietes. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Institution, nämlich den Internationalen Seegerichtshof, der ebenso wie die Internationale Meeresbodenbehörde bereits 1982 bei der Annahme des UN-Seerechtsübereinkommens angelegt wurde und dann aber eben auch erst bei Inkrafttreten des UN-Seerechtsübereinkommens 1994 eben gegründet wurde. Ich weise insbesondere auf diese Institution deshalb hin, weil sie eben eine eigene
Kammer, eine spezialisierte Kammer besitzt, nämlich für Streitigkeiten aus dem Gebiet kommend, die sogenannte Seabed Disputes Chamber, die 1997 eingerichtet wurde und eben am Sitz des Tribunals in Hamburg halt eben auch ansässig ist. Die Anlage 6 des UN-Seerechtsübereinkommens beinhaltet das Statut des Internationalen Seegerichtshofs. Dort heißt es, der Internationale Seegerichtshof wird in Übereinstimmung mit diesem Übereinkommen und diesem Statut errichtet und nimmt seine Aufgaben nach deren Bestimmung wahr. Interessant ist dieses insbesondere deshalb, weil sich der Internationale Seegerichtshof durch eine Advisory Opinion hervorgetan hat. Dazu kommen wir aber gleich noch. Als dritte und letzte Institution, die uns im Rahmen dieser Veranstaltung begleiten wird, seien auch noch mal die Vereinten Nationen selbst genannt. Dort die Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea, die halt eben sich mit den Themen des UN-Seerechtsübereinkommens auseinandersetzt. Dort gibt es eine sogenannte ad hoc open-ended informal working group to study issues relating to the conservation and sustainable use of marine biological diversity beyond areas of national jurisdiction. Das heißt also, in dieser Arbeitsgruppe wird insbesondere das Thema der blauen Biotechnologie erörtert. Diese ist bereits 2006 eingerichtet worden und ist seitdem letztendlich an diesem Thema dran. Sie sehen allerdings, ich habe jetzt hier einmal zwei aktuelle Workshops, die derzeit stattfinden bzw. stattgefunden haben, einmal aufgeführt, sodass Sie hier auch nochmal nachschlagen können, wenn das für Sie von Interesse sein sollte. Auch hier nochmal ein paar weiterführende Quellen mit verschiedenen weiteren Informationen, unter anderem auch der Advisory Opinion vom Internationalen Seegerichtshof, die sicherlich in diesem Zusammenhang auch von besonderem Interesse ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.